Ganz herzlich willkommen, liebe Freunde der Wüste, zum angekündigten zweiten Teil der Highlights aus dem Jahr 2021. Die schönsten Szenen aus der zweiten Jahreshälfte seht ihr in den nächsten 10 Minuten. Viel Spaß dabei! Beim Fahrbetrieb gab es zwei absolute Highlights. Zum einen der zweite Teil von dem gemeinsamen Fahrvideoprojekt mit Alex von Alex Anlage. Im zweiten Teil ausschließlich Material aus der Epoche 4. Mein persönlicher Favorit, die 118, die hier auf dem Weg Richtung Westen einen kurzen Zwischenhalt im Wüstenbahnhof einlegen muss. Und das zweite Highlight natürlich das gemeinsame Fahrvideo mit Richard von Buchenhüll nach Mindelstein in seiner wunderschönen Nebenbahnatmosphäre. Technisches Highlight, die neue kleine Kamera, die es ermöglicht, die auf der Wüstenplatte fahrenden Züge auch mal aus ganz anderen Perspektiven zu betrachten und auch mal ganz andere Szenen zu gestalten. Und nachdem der ein oder andere Güterwagen beschafft wurde, kam auch natürlich immer mehr Güterverkehr vor die Linse. Großprojekt zur Anlagengestaltung war der Wendelhügel an der östlichen Ausfahrt. Hier seht ihr schon mal den Rohbau mit den unterschiedlichen Ebenen für Schrebergärten, Häuser, Wald und Wiesen. Und nach einer Weile sah es dann so aus. Bei mir die übliche Gestaltung mit Muschelkalkelementen, wild ineinander wuchernden Bäumen, Sträuchern, die Wiesen ungepflegt, von Unkraut durchsetzt. Ab und zu sogar ein paar Blümchen noch irgendwo drauf. Und das ist bis jetzt auch der aktuelle Stand. Der erste Schrebergarten wurde schon mal ein bisschen gestalterisch getestet. Und da wird es jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Details weitergehen. Wer sich dafür interessiert, wie das alles im Detail gemacht wurde, wird, dazu gibt es ja hier auf dem Kanal auch einige Videos schon zur Gestaltung von Wiesen, Brachflächen, Sträuchern oder Bäumen. Mein Lieblingszug ist der kurze TEE, der natürlich hier keinen Halt hat. Ich mag den besonders gerne wegen der schwarzen Wagenschürzen. Aber es gab auch modernen Fernverkehr zu sehen. Hier ein klassischer IC aus Epoche 5. Noch nicht ganz farbrein mit einer wunderschönen 120er, die ich von LS ergattern konnte. Und den gleichen Zug nochmal aus anderer Perspektive. Oder hier nochmal ein Beispiel aus Epoche 4 mit einer blauen 110 und ihrem klassischen D-Zug. Ich habe es in den letzten Videos ja auch regelmäßig erwähnt, als Neueinsteiger in die Digitaltechnik macht es mir immer besonders viel Vergnügen, mehrere Züge gleichzeitig auf der Anlage fahren zu sehen. Hier auch mal ein
schönes Beispiel dafür. Im Vordergrund die auch in zwei Videos beschriebenen patinierten Gehwagen. Und für die Fans von Silberlingen nimmt hier gerade ein Eilzug Fahrt auf der Hauptstrecke Richtung Osten, während eine V100 ihren Wendezug nach getaner Arbeit in die Abstellgruppe schiebt. Die rote Kollegin hat derweil noch zu tun auf Richards Platte und bringt ihren Nahverkehrszug gemütlich gleich in den Bahnhof Buchenhüll rein. Nach Überqueren des Bahnübergangs ist der Bahnhof auch gleich erreicht. Dazu gibt es ein weiteres, ja, gemeinsames Video in den nächsten Wochen. Das hier ist jetzt dann der endgültige Eindruck vom Wendelberg, nachdem noch, ja, Unkräuter und einige Blüten dazu kamen. Epoche 6 gab es leider nicht so viel zu sehen, da fehlt mir einfach noch der Fuhrpark. Aber ein schönes Beispiel hier sind die neuen Brava Nahverkehrswagen von der 143 geschoben. Und hier nochmal ein Eindruck aus dem Güterbereich in Epoche 4. Hier sieht man nochmal schön, wie die Doppelbelegung an Gleis 5 möglich ist. Das zweite Deckungssignal kommt dann ans Bahnsteigdach. Während die im Vordergrund ins Bild kommenden offenen Wagen dringend noch einer Patinierung bedürfen. Bleiben wir mit dieser Einstellung noch kurz in dem Bereich der Anlage mit zwei anderen Garnituren. Rechts an der DKW geht ja dann das Ziehgleis noch ein ganzes Stück weiter, um ein bisschen rangieren noch zu können. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Vielen herzlichen Dank für die rege Beteiligung, die vielen Kommentare, Klicks und Abos im letzten Jahr. Ich werde natürlich versuchen, auch im kommenden Jahr wieder hin und wieder was Spannendes, Neues oder auch Sehenswertes zu zeigen. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund.